Es ist, so wird es im Roman auch einmal formuliert, die Geschichte eines Juden mit Waffen, die Geschichte eines amerikanischen Juden, der sich selbst erfindet gegen das antisemitische Klischee vom schwächlichen Juden. Und er landet dann als Soldat, als Freiwilliger in der israelischen Armee und kämpft im ersten Libanonkrieg, ist davon traumatisiert und versucht, nach dem Kriegseinsatz ein Leben am Rand der Gesellschaft zu Wege zu bringen. Der Ausgang war eine reale Freundschaft mit einem amerikanisch-jüdischen Schriftsteller, die ich seit 30 Jahren einmal mehr, einmal weniger pflege. Ich habe nie gedacht, dass der Ursprung für ein Buch werden würde. Ein Ausgangspunkt aus der realen Geschichte dieses Freundes, sein Name ist Alan Kaufmann, ist eine frühe Kindheitsgeschichte, die ich nicht hätte erfinden können in ihrer Stärke. Denn es gibt diese Szene in seiner frühen Kindheit und dann auch in der frühen Kindheit meiner Romanfigur John, dass der Fünfjährige mitten in der Nacht wach wird vom Weinen seiner Mutter und seine Mutter, die in Europa den Holocaust überlebt hat und dann nach Amerika ausgewandert ist, sieht er vor einem Koffer mit Fotos, mit den Fotos ihrer von den Nazis ermordeten Verwandten. Das definiert ihn dann. Das definiert Alan Kaufmann, das definiert meine Figur John in meinem Roman.